In dieser goldenen Schale habe ich heute nämlich was Besonderes mitgebracht. Da können wir mal alle die Augen zumachen. Bei der folgenden Übung wechseln sich zwei extreme Klangqualitäten ab. Das eine sind die Muschelkastagnetten, die einen sehr klaren, prägnanten Klang haben, und das andere ist eine Klangschale, die einen sehr langen Klang hat, der langsam immer leiser wird. Schön ist es natürlich, wenn man mit den Kindern die Muschelkastagnetten vorher gemacht hat, so dass sie dann nach dem Trocknen in der nächsten Einheit verwendet werden können. Was meint ihr denn, was die Schnattertierchen am liebsten machen? Schnattern. Die schnattern, genau, deswegen heißen sie Schnattertierchen. Die schnattern und schnattern den ganzen Tag. Da sind nämlich Muscheln drin, die Frau Faltin mitgebracht hat vom Meer. Die hat die dort gesammelt. Und ich glaube, die haben ganz viel zu erzählen, wie es im Meer ist und von der langen Reise vom Meer hierher. Die schnattern den ganzen Tag mal miteinander. Genau, kann man auch mit Zweien machen, super. Genau, und dann besuchen sie ihre Freunde und sagen, so, hast du schon gehört, schnitter, schnatter, schnitter, schnattern. Jedes Kind hat eine Muschelkastagnette in der Hand und schnattert mit ihr los. Dabei kann auch gerne durch den Raum gegangen werden und andere Schnattertierchen besucht werden, die schnittern und schnattern und sich ganz viel zu erzählen haben. Dann kommt der goldene Gong und dann hören sogar die Schnattertierchen das Schnattern auf. Und wenn man gar nichts mehr hört, dann fangen sie wieder an. Schnitter, schnatter, schnitter, schnatter. Irgendwann ertönt die Klangschale mit einem langen Gong. Die Kinder bleiben stehen und halten in der Bewegung inne und lauschen dem Klang der Klangschale, bis er komplett verklungen ist. Erst dann wird wieder weiter geschnattert. Und am Abend gehen alle Schnattertierchen zurück in die goldene Schale. Könnt ihr wieder reinlegen.